Heute mache ich ein Produkttester-Video zur Krups Cookformie. Normalerweise mache ich ja keine Videos, wo man jetzt speziell meine Stimme drauf hört oder wo ich irgendwas erkläre. Das ist mein allererstes. Deswegen kann es natürlich sein, dass ich vielleicht ein paar zu viele Informationen in ein Video packe, zu viel Quatsche oder sonstiges. Aber ich bin von dem Produkt so dermaßen begeistert, dass ich nicht anders konnte. Und ein Video bringt einem schon immer ein bisschen etwas näher, also als Fotos. Man kann sich unter einem Video viel besser etwas vorstellen als unter einem Foto. Bei der Krups Cook for Me sind folgende Sachen dabei. Einmal hier dieses wunderschöne Grundgerät. Also da ist jetzt hier der Dampfgaraufsatz auch gleich mit drinnen. Hier ist noch nass vom Test. Einmal. Dann haben wir hier einmal die Krups Waage, die mit dabei ist. Und natürlich einmal, jetzt muss ich gucken, das ist hier einmal das Rezeptbuch, die Anleitung für die App und für die Produktinformationen, wie man das Gerät säubert, benutzt und installiert. Und im weiteren Verlauf zeige ich dann noch, wie die Krups auseinandergenommen wird, wie man die putzt, wie man das Ganze connectet mit der Waage, wie die App im Allgemeinen aufgebaut ist. Einige Rezepte zeige ich und wir schnüffeln kurz in dieses kurze, schlichte Installationsbuch Die hinein. Produktanleitung an sich ist eher sehr sporadisch gehalten, in verschiedensten Sprachen. Man meint, man kriegt ja wirklich einen dicken Wälzer, wo alles Step by Step erklärt wird. Das ist leider nicht ganz der Fall. Es würden zwar hier die einzelnen, wie zum Beispiel hier Dampfdruckgarn, beschrieben, wie man da hinkommt und so und was man da machen muss. Was ich aber schade finde, so wie jetzt hier, was die einzelnen Programme wirklich genau können oder die Vorzüge sind, für was man es vielleicht am besten verwendet, wie lang zum Beispiel etwas zum Aufwärmen braucht, was man beim Aufwärmen beachten sollte. Das wird hier leider, da wird nicht drauf eingegangen. Das finde ich schade. Natürlich kann man jetzt sagen, wenn man ein bisschen logisch denkt, kann man sich das selber irgendwie zusammenreimen. Aber ich bin irgendwie der Typ, ich lese gerne nach, ich gehe mal gerne nach Regeln und Vorgaben und da fände ich sowas Was schön. allerdings noch gut beschrieben ist in diesem Buch, wie man das Gerät reinigt. Das sieht am Anfang etwas komplex aus. Wir werden es gleich auseinandernehmen. Wenn man es ein paar Mal macht, weiß man auch, was man achten muss. Und es ist eigentlich auch gar nicht so kompliziert und es sind nicht so viele Teile. Man muss auch nicht immer alles jedes Mal säubern. Es ist zwar hier angeraten, aber ich habe auch schon ein, zwei Sachen, wenn man es jetzt am nächsten Tag sofort wiederverwendet und nur Wasserdampf zum Beispiel benutzt hat, dann muss man nicht das ganze Gerät wieder auseinandernehmen. Das finde ich natürlich gut. Und alle Sachen sind spülmaschinenfest. Das ist auch gut. Genau, und dann war es das eigentlich schon hier mit dem Hier Büchlein. dieses wunderschöne Rezeptbuch von Krups. Also, da sind wirklich ganz tolle Rezepte drin. Von Vorspeise bis Hauptspeise. Und dann, was ich total geil finde, sind die Desserts. Also, da gibt es Kuchen. Ich habe es leider noch nicht gemacht. Ich habe es aber in anderen Videos gesehen. Die sind total einfach. Man kann sich es gar nicht vorstellen, in einen Dampfgarer zu backen oder so, aber man kann da Kuchen machen und der ist so weich gewesen. Also auf jeden Fall sehr viele Denkanstöße und auch schön beschrieben, was man machen muss. Auch zwar etwas, finde ich, klein gehalten, wenig gehalten, einfach gehalten, aber es reicht, um zu verstehen, was man machen muss. Natürlich sind da auch einige Sachen dabei, die man selber kennt, wo man sich jetzt denkt, wie bei der Tomatensuppe. Ja, es ist jetzt kein Highlight extra für dieses Gerät, dass ich jetzt da unbedingt Tomatensuppe drin machen muss. Dann nehme ich dann lieber meine Musique Cuisine Connect her. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ein schönes, kleines Grundbuch. Mehr Rezepte gibt es in der App.
Und hier ist dann auch schon die Krux, was sehr schön ist. Hier oben ist ein Verschluss, womit man im Prinzip, wenn man den Dampfgarer aktiviert, verschließt man das Ganze hier einmal und dann kann nichts mehr passieren. Es wird auch verriegelt. Wenn da Druck drauf ist, kann man es nicht hier bewegen. Das ist ein Schutzmechanismus, finde ich super. Wenn man die jetzt auseinandernehmen möchte, dann macht man die auf. Und dann kann man einmal, der ist sehr leicht, dieser Topf rausnehmen. Ich finde gut, dass der zwei Griffe hat. Man kann damit wirklich super hantieren. Also, und mir ist auch noch nichts angebrannt. Das ist eine super Beschichtung. 1A. Man sollte natürlich damit mit einem Holzlöffel oder sowas arbeiten, damit man die Beschichtung nicht zerstört. Dann, wenn man jetzt das ganze Gerät putzen will, dann kann man natürlich das in die Spülmaschine schmeißen. Dann hat man hier einmal diese Schraube zum Aufdrehen. Und dann kann man das da rausnehmen. So. Dann ist hier hinten, das habe ich auch erst später erfahren, beim Putzen, ich meine in der Anleitung steht es, aber man überliest vieles, kann man hier einmal reindrücken und dann hat man hier dieses Ventil heraus, kann es sauber machen. Es ist auch wieder ganz einfach einzusetzen, das ist nicht schwer. Dieses Ding sollte man zerlegen, wenn man es in die Spülmaschine tut. Ich habe gelesen, man kann es auch im Ganzen reintun. Man sollte aber nach dem Spülgang dann trotzdem gucken, dass die einzelnen Ventile, die sich hier drunter befinden, noch drücken und bewegen lassen. Also sage ich mir, kann ich das Ding gleich auseinandernehmen. Also es kommt auf jeden Fall einmal das hier weg. Und dann kommt der... Ups, genau. Also das hier weg, darunter versteckt sich dann die Ventilkugel. Und das war es dann eigentlich schon mit dem Auseinanderbauen. Ich weiß jetzt nicht, den Gummi kann man irgendwie auch austauschen, wenn er defekt ist, aber solange er nicht defekt ist, bleibt das dran. Und dann hat man noch, was hatte ich jetzt? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, hinten das Kondenswasser-Schälchen ist hier noch dran, weil der Dampf, der entweicht ja dadurch und dann muss man das da an, damit es hinten nicht nass wird. Wobei ich sagen muss, dass dieses Kondenswasserschälchen ein bisschen zu klein ist. Oder also mir läuft es hinten trotzdem immer aus. Ja. Was wichtig ist bei diesen einzelnen Modulen, dass man hier einmal da reindrücken kann. Das ist ein Test, damit man weiß, dass es wieder 1A funktioniert. Dass sich das hier bewegen lässt. Das ist wichtig. Und hier dieses Loch, dass man da durchschauen kann, dass das frei ist. Das sind so die wichtigsten Sachen, wo man weiß, man kann auch zum Beispiel, wenn man hier von hinten reindrückt, bewegt sich auch hier dieses Ventil. Daran merkt man dann auch, ob da Dreck drunter ist oder nicht. Ja. Und zusammenbauen ist auch ganz easy. Man steckt einfach... Ach, ich bin so doof. Man steckt einfach hier das hier drauf. So. Und dann kommt die Kugel hier drauf. Da ist auch überall ganz klein gezeigt. Hier. Und man sieht, da ist ein Schloss. In welche Richtung man das drehen muss, damit man es auch richtig zusammenbaut. Ja, und danach kommt einfach hier der dicke Buppel wieder hier rein. Und diese Schraube ist faszinierend. Ich weiß bis heute nicht, warum die eigentlich gehört. Aber bis jetzt war schon alles richtig. Einfach wieder drauf drehen. Das Ding muss beweglich sein. Und ansonsten war es das auch schon. Schaltet man dann die Krux-Cook-For-Me dann an. Dann drückt man hier einfach auf den OK-Button. Dann fährt das ganze Ding nach oben. Also es ist wirklich sehr schlicht aufgebaut, nicht zu viel Technik zu erwarten, aber ich finde es auch nicht schlecht, mal zur Abwechslung in der modernen Welt. Und zwar geht man hier, kann man natürlich hier auf Zutaten gehen, dann kann man auswählen Fisch, Gemüse, Obst, Huster, Kuckuck, alles mögliche. Wenn wir jetzt einfach mal sagen Obst und Gemüse und dann wählen wir hier
Chicorée aus, dann kann man hier auch nochmal ganze oder Stücke auswählen. Und dann wird einem auch gezeigt, wie lange man das garen muss. Das finde ich gut, wenn man jetzt nicht genau weiß, wie lange eine Kartoffel im Schnellkochtopf ungefähr braucht. Zum Beispiel, man hat da ja nicht immer eine Vorstellung davon. Dann kann man auf Rezepte gehen. Da kann man dann auch nochmal auswählen, Vorspeise, Hauptspeise und so weiter. Wir gehen mal auf Hauptspeise. Ja, hier sind natürlich jetzt absolut gar keine großartigen Bilder oder ein Touchscreen, auch nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Fleischklöße, Tomatensoße, man kann sich doch noch vorstellen, was es sein könnte. Dann kann man da drauf drücken. Dann kann man hier die Personenzahl angeben. Finde ich auch ganz toll. Dann steht hier auch nochmal Zubereitung 10 Minuten, Garen 3 Minuten. Hört sich relativ schnell an, machen wir einfach mal. Ja, dann steht hier auch einzeln aufgelistet, was wir genau von allem brauchen. Genau. Wenn man die Zutaten dann hat, möchten wir das Rezept starten. Machen wir einfach mal. Dann steht hier, was man machen muss. Dann haben wir das gemacht. Dann steht hier, wir sollen Öl reintun. Jawohl. Möchten Sie das Braten starten? Könnten wir jetzt machen. Machen wir aber nicht. Wobei, wir könnten es einmal probieren. Also im Prinzip passiert da erstmal nicht viel. Er heizt auf mit der Bratstufe 3. Das stellt er ja schon selber ein, schlägt einem vor. Also das ist wirklich Step by Step die Erklärung. Finde ich sehr schön. Dieser ganze Aufheizvorgang finde ich schon, dass das sehr lange dauert. Ich meine, der heizt auf 180 oder 170 Grad auf. Finde ich nicht schlecht. Ich meine, das schade, dass es so lange dauert. Aber die Endzeit danach dauert ja jetzt auch nicht unbedingt viel länger. Ich weiß jetzt nicht, ob man unbedingt damit jetzt Zeit spart mit dem Anbraten in der Pfanne oder darin. Aber ich weiß ja, dass man dann am Schluss, so mache ich das immer. Genau, sehen Sie, dann kommt hier, möchten Sie den Garvorgang starten? Dann wird das Ganze nämlich verschlossen, dann im Hochdruck nochmal gegart und dadurch spart man dann wieder Zeit. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich möchte jetzt dieses Ding hier abbrechen. Genau. So, dann haben wir das. Ja, in der Bibliothek kann man dann in der App irgendwelche. Ich habe eigentlich Sachen runtergeladen, stelle ich gerade fest. Aber vielleicht habe ich die nicht in meiner Bibliothek. Aber man kann die in die Bibliothek runterladen, wenn man irgendwelche Rezepte irgendwann später mal machen möchte. Ich verwende meistens diesen manuellen Knopf. Ist auch sehr einfach, alles erklärt, Garn unter Druck, klassisches Garn aufwärmen, warm halten. Und ich sag mal so, ich habe hier, ups, na das wollte ich nicht. Aufwärmen habe ich schon mal probiert. Ich war da jetzt nicht so begeistert. Ich habe dann das Aufwärmen anders gemacht. Ich habe dann einfach Garn unter Druck gemacht für 15 Minuten oder so. Da war das Zeug auch heiß. Ich weiß nicht, es hat mir zu lange gedauert, das Aufwärmen. Da hätte ich auch in die Mikrowelle stellen können. Naja. Garn unter Druck. Ich finde das so genial. Also vor allem auch durch die Füllmenge, die der Topf hat, bringt man so viel rein. Ich habe damit schon so viel gemacht und ich komme von dem Gerät auch nicht mehr weg. Wenn ich irgendwelche Pfannen mache, Gemüsepfannen, irgendwelches Geschnitzeltes oder sonstiges, mache ich immer in dieser Krupsmaschine, weil man kann damit einfach anbraten. Das wäre hier dieses klassische Garen. Und dann hat man hier auch nochmal Auswahl, was man möchte, welche Schwierigkeiten, also Hitzestufen. Man hier hat man jetzt zum Beispiel die Auswahl aus scharfes Anbraten, das mache ich meistens, wenn ich Pfannen mache. Man kann natürlich auch schmoren. Da wird dann praktisch unten auch an, also eine bestimmte Hitze, es ist kein Dampfdruckgaren, aber es ist halt schmoren. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie einen Braten machen möchte oder Rouladen oder irgendwas, was etwas länger vor sich hinschmoren möchte. Und dann haben wir hier noch leichtes Anbraten.
schonendes Kochen nennen die das hier. Also finde ich total toll. Meistens, wenn ich irgendwas mache, dann gehe ich hier auf Braten, brate mein Zeug an. Und danach gehe ich garen unter Druck, mache dann nochmal 20 Minuten oder 15 Minuten, das braucht gar nicht lang. Und dann ist das Zeug butterweich und das ist total toll. Also das ist für jeden, der nicht großartig kochen kann, ist das perfekt. Und dann muss ich sagen, was ich richtig große Klasse finde, ist das Warmhalten. Wenn das Gerät jetzt irgendwas, wenn man jetzt darin irgendwas garen unter Druck macht, dann geht er automatisch nach den 10 Minuten beispielsweise in den Warmhaltemodus über. Ich finde das so genial, wenn mein Mann irgendwie arbeiten ist und ich schon Essen mache und ich irgendwelche Pfannen mache oder sonstiges und das Ding dann gar unter Druck und danach wird es warm gehalten und dann, wenn der heimkommt, ist das Essen immer warm. Da muss ich nicht mehr abschätzen, wann ich das Kochen anfangen muss. Da kann ich auch eine halbe Stunde vorher anfangen, es wird dann warm gehalten. Ich finde das so genial. Und es wird mit einem kurzen Düdelü, wird es einem bekannt gegeben, dass jetzt praktisch er zum anderen Schritt übergeht. Wenn man jetzt nicht direkt in der Küche ist, sondern in einem anderen Raum, ist es schwierig zu hören, wenn man nicht drauf achtet. Aber dadurch, dass es dann in den Warmhaltemodus übergeht, finde ich das ganz gut. Was ich aber schon festgestellt hatte beim klassischen Garn, was mir jetzt gerade einfällt, was ich schlecht fand, leider. Ich habe dann hier das normale Braten gemacht und habe dann, ich glaube, Gyros hatte ich damals gemacht und habe dann gebraten und gebraten. Und nach einer halben Stunde hat sich das Gerät dann einfach ausgeschaltet. Also nicht ausgeschaltet, er ist ins Menü gehüpft. Er hat zwar einen kurzen Ton von sich gegeben, dass er das jetzt gemacht hat, aber er hat es wieder warm gehalten. Ich meine, warm halten muss man ja auch leider oder sinnvollerweise mit dem Deckel zu. Und deswegen konnte er nicht in den Warmhaltemodus überhüpfen. Aber ich fand halt schade, dass einfach nach einer halben Stunde Anbraten das Gerät einfach nichts mehr gemacht hat. Und wenn man da nicht beisteht, ist doof. Wenn man jetzt denkt, er brät noch, dann macht man eben bei irgendwas anderes, achtet er gar nicht drauf und dann ist auf einmal das Essen kalt. Ich weiß, normalerweise geht man nicht weg, wenn man irgendwas anbrät. Ich bin leider so eine Quirlige, ich mache alles Mögliche oder ich meine, mir ist es ja auch erst einmal passiert. Das ist halt jetzt mir so aufgefallen. Und der brät halt wirklich nur eine halbe Stunde danach, muss man das nochmal neu einstellen, dass er braten soll. Das ist wahrscheinlich so ein Schutzmechanismus, ich weiß es nicht. Ja, und beim Ausschalten, also nach einer Zeit schaltet es sich von alleine aus. Oder man geht hier auf den Knopf. Das sind jetzt noch Einstellungen, aber das ist jetzt nichts Großartiges, sage ich jetzt mal. Hier kann man Rezepte löschen, die Sprache natürlich einstellen. Das habe ich noch gar nicht verwendet. Ach so, da kann man ein- oder ausschalten, ob man überhaupt die Bluetooth-Funktion verwenden möchte. Und dann haben wir hier noch Töne. Gibt es da überhaupt andere? Ach so, man kann hier nur an- oder ausmachen. Genauso wie das Display. Weiß ich jetzt nicht. Ach so, da kann man nur die Helligkeit einstellen. Ja, es ist alles sehr schlicht gehalten vom Menü her. Aber die Funktion, die das Gerät hat, finde ich atemberaubend. Finde ich total toll. Man kann so. Jetzt werde ich dann einmal noch einen Dampfvorgang starten. Einfach nur, damit ihr sehen könnt, was das Gerät eigentlich macht, wie lange es dauert. Und ja. So. Also. Ich mache das jetzt hier mal demonstrativ. Schauen wir hier mal, wir wollen Dampfgarn. Nehmen wir ein bisschen Wasser rein. Dann stellen wir uns vor, wir tun da Kartoffeln rein. So, ach, der Topf ist noch warm von eben. Dann macht man hier den Deckel zu. Oh, und dann geht man hier auf Zutaten. Wir haben Gemüse und wir haben eine Kartoffel. Kartoffel. Wir haben, sagen wir mal, ganze Kartoffeln, 7 Stück. So, dann steht hier auch schon 200 Milliliter Wasser in den Behälter gießen, Zutaten in den Dampfgareinsatz geben und Dampfeinsatz in den Behälter stecken. Genau, haben wir gemacht. Er gibt jetzt hier vor 28 Minuten.
Aber da wir jetzt eigentlich nichts drin haben, machen wir jetzt einfach mal 4 Minuten. Das ist eine schöne Zahl. Ich könnte jetzt auch 5 machen, aber so. Dann, was auch schön ist, ist sofortiger Start oder verzögerter Start. Wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwie erst später, also man bereitet es vor und möchte, dass es erst 2 Stunden später oder so anfängt. Aber wir wollen jetzt, dass es sofort startet und machen hier einfach starten. Jetzt geht er in die Aufheizphase über. Und das dauert. Hier gibt er jetzt einmal einen kurzen Signalton ab, um einfach nur mitzuteilen, dass er jetzt mit dem Nampfgarn beginnt. Jetzt signalisiert er, dass er eben fertig ist und Dampf ablässt, wie man auch sehr schön sehen kann. Also man sollte entweder eine Dunstabzugshaube haben, dass er klar ist, dass er will Dampf, oder am Fenster, so wie es jetzt bei mir ist, weil das Gerät ist wirklich groß. Es passt leider nicht auf dem, also es passt schon auf dem Herd, aber wenn ich da noch hantieren möchte und da also ist es nicht meins, deswegen steht es jetzt hier am Fenster. Ja. Man sollte auch aufpassen, es zieht ziemlich viel Strom, also man sollte da nicht eine Mehrfachsteckdose oder so verwenden. Also nur zertifizierte Steckdosen ja wirklich, ich glaube, 3,5 aushalten. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Alle Daten weiß ich jetzt auch nicht auswendig aus dem Kopf. So, jetzt steht hier guten Appetit. Beim Öffnen des Deckels auf den Dampf achten, der austreten könnte. Ich mach das jetzt mal auf. Es ist wirklich nicht irgendwie, da ist nichts heiß. Also hier hinten. Das Ventil ist heiß, aber der Rest hier ist überhaupt nichts heiß. Man kann alles anfassen. Dann zum Öffnen einfach hier das umdrehen. Und er springt auch nicht sofort auf. Also man hat da wirklich, kann vorsichtig das hier so öffnen. Und jetzt, nur so zur Demonstration, finde ich das sehr gut. Jetzt ist ja der Dampf, upsala, hier entwichen. Wenn man hier den Deckel aufmacht, dann tropft es nämlich hier runter in dieses klitzekleine Loch da. Und dann kommt es hier hinten in diesen Behälter. So, genau. Jetzt ist da nicht viel Wasser drinnen gewesen. Aber, ich meine, der weist jetzt auch hier drauf hin. Bitte Kondenswasser wechseln. Man muss natürlich aufpassen, weil das Wasser ist jetzt ein bisschen heiß. So. Und das ist jetzt nicht viel, aber wenn man wirklich viel damit kocht, dann wird es hier trotzdem alles nass. Und so, einmal hier zur App, die kann man ganz einfach runterladen. Die sieht dann ungefähr so aus. Wenn man das Ganze koppeln möchte, geht man auf Bluetooth-Verbindung herstellen, dann wird es hier Step by Step auch erklärt. Geht ziemlich schnell und einfach. Was mir aufgefallen ist, hier wird nicht erklärt, dass man auch die Waage, die da mitgeliefert wird, mit anschalten muss, damit die Koppelung überhaupt klappt. Ja, und dann ist das Ganze auch schon gekoppelt. Ist relativ einfach und schnell. Hat man sich dann für ein Rezept entschieden, so wie jetzt hier der Schweinebauch mit Linsen, dann klickt man das Ganze an und dann kann man das Ganze runterladen, indem man unten auf den Button drückt, dann, wie man sieht, wird das Ganze erfolgreich heruntergeladen und so wird es dann gespiegelt auf die Krups. Hier kann man dann natürlich die Zutaten sehen, die einzelnen Schritte, Step by Step. Kommen wir dann zu der Kategorie im Kühlschrank. Wenn man weiter runter scrollt in meinem Kühlschrank, dann kann man da verschiedene Artikel auswählen, die gerade irgendwie weg müssen. Wir nehmen hier einmal die Bratwurst und irgendwas Ausgefallenes. Ich glaube,
Wir entscheiden uns für Eier, Bratwurst und Ei. Und dann sucht er da ein Rezept, was genau darauf abgestimmt ist, was da die Hauptzutaten wären. Ich finde es zwar eine nette Idee, aber wie man hier sehen kann, braucht man viel zu viele Zutaten dafür. Und dann macht es das Ganze schon wieder kompliziert. Also ich würde mir wünschen, wenn die Zutaten weniger wären und sich spezieller auf diese 2, 3 Artikel oder 4, die weg müssen, darauf eingegangen wird, als dass man da jetzt ewig viel Sachen noch braucht dazu. Dann kann man das auch ganz einfach runterladen. Schöne Funktion auch das Wiegen, wenn man auf Zutaten wiegen geht und natürlich dann die Waage an ist, dann connectet sich das Ganze. Ich weiß nicht, warum da anfangs Fehler kommt, aber wenn es einmal funktioniert, dann übertragen sich die Zutaten tadellos, also die Grammzahlen auf der App. Das ist wirklich ein nettes Gadget. Auf der Liste, die jetzt gleich zu sehen ist, wird dann auch nochmal hinterlegt, wie viel Gramm man von etwas hat. Kann man gebrauchen oder auch nicht, je nachdem, jeder wie er möchte. Als nächstes hier ist dann auf die Einkaufsliste kann man gehen, dann kann man das auch hinzufügen zu den verschiedensten Sachen, wie zum Beispiel AnyList für Alexa, finde ich ein sehr nettes Gadget. Was mir allerdings noch aufgefallen ist, wenn man nochmal auf Wiegen geht, dann hängt sich alles auf. Dann kann man auch nicht mehr verbinden, dann steht da Fehler. Man kann auch nochmal versuchen rauszugehen aus der App und neu rein oder einfach nochmal auf das Produkt, so wie jetzt hier, nochmal das Wasser nachwiegen. Da geht gar nichts mehr. Ich weiß nicht warum. Zum Abschluss zeige ich dann noch einmal die Gyrospfanne, die ich gemacht habe, die Schäufele vor und nachher in dem Topf sowie eine geschnetzelte Pfanne. Einmal sieht man hier auch nochmal schön, wie er den Druck ablässt und wie das Ganze dann aussieht, wenn es soweit ist. Ich bin absolut begeistert von dem Gerät. Ich kriege damit alles weich, egal was und vor allem ultraschnell. Es ist ultrasicher und ich finde die Warmhaltefunktion der Wahnsinn. Natürlich ist die App hin und wieder etwas hagelig und das Kondenswasserschälchen vielleicht nicht optimal groß, aber mein Fazit für das Ganze ist es für das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut super und ich kann es nur empfehlen.